Als hier in Slawjansk abgeschossen zu Boden geht, ist ein ukrainisches Spionageflugzeug vom Typ Antonov An-30, wenn wir den Meldungen der Separatisten glauben. Nach Regierungsangaben ist es eine An-26 mit humanitären Hilfsgütern. Da man auch An-26 für alles Mögliche nehmen kann, werden wir die Wahrheit wohl nie erfahren. Auf jeden Fall handelt es sich um die beliebteste Aufnahme von Kampfhandlungen im Donbass und gleichzeitig um eines der erfolgreichsten Videos im russischen Internet an diesem Wochenende. Im Gegensatz zu modernen Kampfjets haben es bei diesem Propellermodell sowjetischen Ursprungs auch MGs der Separatisten nicht so schwer, solche zwangsweise auf den Boden zu holen. Doch nicht nur auf die offene militärische Art wird hier gekämpft. Der Tote hier am Boden heißt Maxim Petruchin. Er wurde hier in Donetsk nach Zeugenaussagen aus nächster Nähe erschossen. Als Assistent des Vorsitzenden des Obersten Rates der Volksrepublik Donetsk gehört Petruchin zu den ranghöchsten Separatisten. Nicht nur diese arbeiten bei der Beseitigung ihrer Gegner manchmal mit gewöhnlichen terroristischen Methoden, auch die Anhänger der Regierung. Demonstriert wird dort, wo man nicht kämpft, weiterhin. Wie hier in Charkow die Anti-Maidaner, die hier recht zahlreich sind. Oder einige hundert Kilometer weiter in der Euromaidan-Hochburg Dnepropetrovsk, die Euromaidaner. Bei denen fragen wir uns doch allerdings, warum sie ihre Fahnen falsch herumtragen. Auch der Kameramann wusste es nicht. Hoffentlich sind sie wirklich echt, sonst ist die Ausgewogenheit dieses Filmabschnitts wieder mal beim Teufel.